Ich glaube, dann versuche ich das einfach mal. Weiß zwar nicht, wo mich das hinführt, aber was soll Schlimmeres passieren, als dass wir wieder in so einer kaputten Katastrophenwelt landen, als jetzt schon? Ja, eben. Ich probiere es dann auch einfach mal aus. Ich meine, ich lasse dich da bestimmt nicht alleine. Ich teleportiere Oh mich. Gott, Oh du nein! bist kleiner. Du bist kleiner. Oh Gott! Wo bin ich? Oh Gott, bin ich hin? Lass mich nicht alleine. Ich komme. What? Oh Gott. Was ist das? Da hinten irgendwo bin ich gestorben. Ja, mir zeigt es auch an, aber das sind ja. Boah, Wow. ist das weit weg? Wow. Ja. Okay. Also, wie kommen wir jetzt hier raus? Auch wieder drücken? Nein. Hüpfen. Was hast du gemacht? Ich bin gehüpft. Na, das scheint ja schon mal wieder zu funktionieren. Okay. Okay. Oh weia. Oh, guck mal, lila Bäume. Und ein Schaf. Ja. Ich weiß nicht, sollten wir uns hier vielleicht irgendwie eine Wegmarkierung machen, damit wir wissen, weil anscheinend kommen wir hier wieder irgendwo rein. Das ist zumindest schon mal sicher. Und da unten steht ja auch so ein komisches Gerät. Also Hier. so funktioniert das wunderbar. Da kommen wir dann wahrscheinlich wieder nach Hause. Also nach Hause in Anführungszeichen. Wow, auf der Karte sehe ich nicht mal unser Zuhause. So weit weg sind wir. Ja. Ich mache mir hier auf alle Fälle mal so eine Wegmarkierung hin. Mache ich auch gerade. Und hier gibt es schöne lila Bäume. Ist mal wenigstens was anderes als sonst. Oh ja. Okay. Und jetzt? Einfach anfangen? Schau mal, was wir tun. Oh, ich habe ein Schaf gefunden. Hier sind mehrere. Soll ich uns Fell besorgen? Ja, kannst du gerne machen. Ich würde sagen, jeder von uns kann ja hier auch so einen lila Baum mal mitnehmen. Ja, dann haben wir mal Das wenigstens ein bisschen andere Farbe. ja, und Okay. das Holz finde ich eigentlich ganz schön. Und vor allen Dingen, vielleicht können wir den ja dann bei uns irgendwie anpflanzen, weil ich finde den Okay. echt richtig schön. Ich habe gerade ein bisschen Fell bekommen. Ich versuche noch ein bisschen mehr zu holen. Okay, ich reiße hier gerade mal die Bäume ab. In der Hoffnung, dass es für uns beide reicht. Ich gebe dir dann gleich die Hälfte davon ab. Hoppala, das war das Falsche. Okay. Ich habe noch nicht genug Wolle. Mir fehlt noch. Zwei oder? Zwei fehlen mir noch. Aber ich werde einfach mal das schwarze Schaf hier nochmal hauen. So. Gib mir deine Wolle. Zwei. Nein, mir fehlt noch eins. So. Ich glaube, ich mache uns jetzt hier erstmal eine Workbench. Beziehungsweise, hier, wir haben schon diese lila Setlinge bekommen. Können wir dann bei uns anpflanzen. Ja, das wäre sehr schön. Oh, ich höre noch was. Man, wo bist du? Ach, da. Ich habe genug für uns. Wir können erstmal zurückgehen und ein Bett bauen, damit wir schlafen können. Sehr gut. Und ich habe auch drei von den Setzlingen und ich glaube genügend Holz. Und vier. Sehr gut. Wir sollten schnell weggehen. Da sind schon Ja. mal diese Tiere, diese komischen, was auch immer es sind. Und sie Oh Gott. explodieren hinter uns. Oh nein, da ist schon wieder so ein Dicker. Ja.
Oh, ich glaube, ich habe deine Bank aufgenommen. Kein Problem. Schnell weg hier. So. Oh. Gott sei Dank. Weg hier. Oh nein. Spinnen. Oh, ich hasse Spinnen. Hast du die Spinne gerade gehört? Eklig. Ja. Oh Gott. Ich bin schon wieder draußen. Aber bei uns ist es auch Nacht. Oh nein. Oh Gott. Ich weiß nicht, sollten wir uns hier unten schlafen legen? Direkt hier? Ja, hier unten. Oder willst du in deine Höhle? Meine Höhle jetzt nicht unbedingt. Ich habe ja auch noch kein Haus. Ja, ich glaube, da unten ist die beste Variation. Ja, dann gehen wir runter. Können wir uns hier kurz einquartieren? Hallo. Siehst du das Holz? Ja, ich sehe es. Gut. Dann nimmst du dir das Bett? Okay, mache ich. Dankeschön. Ich habe dir da schon mal die drei von den lila Saplingen hingeschmissen. Danke, das ist sehr nett von dir. Oh, oh Gott. Das tut so gut. Oh. Hast du... Jetzt hast du mein Bett. Ich hab's dir wieder hingelegt. Dankeschön. So, jetzt wieder Abmarsch. Oh Gott sei Dank, es ist Tag. Ja? Ja. Oh. So, jetzt Hilfe. Schnell nach Hause, Bäume anpflanzen und anfangen zu bauen. Oh ja. Vor allen Dingen gucken, dass wir vielleicht schon einen Unterstand uns organisieren können. Ja, irgendein Haus. Irgendwo, wo wir ein bisschen sicherer sind als hier draußen. Huch. Da ist was explodiert. Ja. Hattest du einen Freund? Ja, der ist aber sehr explosiv gewesen. Ich glaube, der mochte mich nicht so ganz gerne. Ja, immerhin sind wir ja eigentlich Eindringlinge. Ja, der wird sich wahrscheinlich auch denken, warum stehst du bei mir im Wohnzimmer? Ist ja auch eine berechtigte Frage. Oh ja. Aber wenn wir wenigstens was dafür könnten... Ich habe dir hier noch das lila Holz hingelegt. Oh, super. Was ich abgebaut hatte. Erst meine Kiste bauen und meinen ganzen Schnee loswerden. Ich habe mir jetzt erstmal noch kurz ein neues Schwert gemacht. Guck mal, ich glaube, wir haben doch hier irgendwo auch ein bisschen Stein oder eine Höhle. Ich glaube, aber hier hinten. Huch! Oh Gott! Was hast du gefunden? Da ist irgendein Viech, was mich töten will. Und ja, meine Leben sind gerade nicht so gut. Also folgedessen hau ich mal kurz ab. Derbe mir bloß nicht, ich brauche dich noch. Habe ich eigentlich nicht vor. Nachmachen ist keine Lösung. Das habe ich doch eh schon. Na, sowas aber auch. Weil lieber gemeinsam sterben, als einsam sein. Oh ja. Ob wir noch andere lebende Individuen treffen oder sind wir ganz allein gestrandet? Ich meine, ich kann mich nicht hundertprozentig an unsere Reise erinnern. Außer an diesen komischen Typen, wie gesagt. Aber ich denke mal nicht, dass wir die Einzigsten sind. Du hast ja eh noch von deinem Professor geredet. Ja, aber seitdem wir hier gelandet sind, habe ich ihn nicht mehr gesehen. Er stand auf einmal einsam hier auf diesem Grundstück und weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin.
Mir geht es da genauso, nur dass ich halt diese teilweise sogar rasenden Kopfschmerzen habe. Ja, aber es muss ja irgendwas mit dir passiert sein. Dein Kopf sieht auch so seltsam aus. Ich hoffe, Dr. Freudenberg kann dir helfen. Kann dir ja Vielleicht sagen, was mit dir los ist. hat er auch durch Zufall noch irgendwo eine Aspirin in seiner Tasche. Das würde mir schon sehr helfen. Ich sollte vielleicht nicht versuchen, mit einer Spitzhacke einen Baum zu hauen. Das ist nicht sehr effektiv. Nein. Ich versuche gerade mal, das hier den Berg etwas zu begradigen, damit ich hier ein wenig einen Unterschlupf bauen kann für uns. Weil ich finde, von hier oben hat man den besten Ausblick. Gerade auch was diese komischen Getiere hier angeht. Ja, das stimmt allerdings. Ich mit meiner Höhle werde sehr, sehr bald bestimmt Besuch bekommen. Schon wieder. Habe hier irgendwie einen Baum, der nicht enden will. Ich habe schon gesehen, du hast da so einen ganz, ganz großen Baum bei dir rumstehen. Ja, aber der steht genau da, wo ich mein Haus hinbauen möchte. Das ist schon ein wenig seltsam, dass auch so genau an der Stelle ein Riesenbaum gewachsen ist. Überall in der Umgebung sind die klein und niedlich, nur hier nicht. Vielleicht ist an der Stelle irgendwas Besonderes. Ja, das wünschte ich mir. Oh mein Gott, ich werde hier ewig brauchen, bis ich diesen armen Baum abgeerntet habe. Aber es ist ja nicht so schlimm. Ich habe ja Gesellschaft, wie ihr hört. Wie heißt du eigentlich? Ich bin Timber. Ah. Das muss ich mir merken. Die erste, die ich hier gesehen habe und auch noch so freundlich. War Ich ganz ehrlich. hätte. Ich kann dich beobachten. Ich dich auch. Also noch. Aber sei bloß vorsichtig. Nicht, dass du da runterfällst. Dann Wir wird's wohl mein hören zweiter Sturz sein. bestimmt. Oh Mann. Obwohl ich den Baum ja eigentlich lassen könnte, ich habe von hier aus eine wunderschöne Aussicht auf die ganze Gegend. Aber ob ich ein Baumhaus bauen möchte, ich glaube nicht. Da ständig hochkraxeln, wenn es mal nötig wird. Bestimmt auch sehr anstrengend. Das denke ich auch. Auf der anderen Seite hat man halt wirklich eine gute Aussicht. Deswegen werde ich auch erstmal hier mein kleines Häuschen zum Überleben hier oben hinstellen. Mal, so kann ich zumindest mal gucken, was hier so in der Umgebung los ist. Überlege mir, ob ich vielleicht mein Haus einfach sehr hoch baue. Mit einem kleinen Turm. Dann könnte ich auch über ihn hinausschauen. Bei den komischen Getieren hier wäre es wahrscheinlich nicht verkehrt. Ja, das stimmt allerdings. Aber ich werde noch viel zu tun haben. Oh, ein lila Baum ist bei mir schon gewachsen. Sehr schön. Ja, finde ich sehr gut. Ach, herrlich. So eine wunderschöne Landschaft eigentlich. Aber was will man machen? Man muss ja irgendwie überleben. Jede Nacht in das Hauptlager stürzen und darauf hoffen, dass man nicht erschlagen wird, wäre schon schade. Ja. Vor allen Dingen, das kann es ja auch irgendwie nicht sein. Wir müssen einfach mal gucken. Vielleicht kann man sich ja hier auch wieder wie bei uns zu Hause Rüstung irgendwie machen oder so, dass es uns ein bisschen besser geht. Ja, so überleben wir auf jeden Fall nicht lange. Nee. Obwohl es jetzt ja auch nicht so schlimm wäre, da wir ja auch eigentlich nicht sterben können. Aber es nervt. Ja, vor allen Dingen, es ist halt so total nicht ich,
dieses ums Überleben kämpfen und keine Ahnung was. Ich wäre viel lieber wieder zu Hause. Ich auch. Ich hatte da so einen richtig schönen, gemütlichen kleinen Pub, jeden Abend Live-Musik. Oh. Naja. Ja, und jetzt müssen wir uns neu aufbauen, eine neue Zukunft erschaffen. Und wir haben keine Ahnung, wo wir sind und was wir überhaupt jetzt sind. Naja, vielleicht taucht ja mal einer von den Verantwortlichen auf und schaut mal vorbei, weil es kann ja nicht sein, dass nur wir zwei hier sind. Ja, ist eigentlich seltsam, nur wir hier ganz allein. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Nee. Zumal es waren ja auch ein paar mehr mit uns dabei, soweit ich mich erinnern kann. Aber bei Ja, mir ist es ein bisschen verschwommen. also ich habe gezählt, 16 waren wir, als wir ankamen. Aber ich habe keinen seitdem mehr gesehen. Spinne. Auf zu knurren. Oh Gott.